Mein Name ist Max von Grafenstein. Ich leite hier mittlerweile gemeinsam mit Jörg Pohle das Forschungsprogramm 2 Datenakteure und Infrastrukturen mit der Schwerpunktausprägung The Governance of Data-Driven Innovation and Cybersecurity. In diesem Forschungsprogramm gibt es ganz viele verschiedene Forschungsprojekte, unter anderem zwei sogenannte Leuchtturmprojekte, von denen eines Data Governance heißt. Und in diesem Leuchtturmprojekt geht es letzten Endes um die Frage, wie unterschiedliche Akteure in einer Gesellschaft, wie zum Beispiel Unternehmen oder auch die öffentliche Verwaltung oder auch Bürger, untereinander Daten teilen können, sodass sie möglichst innovationsfähig sind. Also diese Forschung ist aus meiner Sicht besonders wichtig, weil man sich damit große Vorteile auf der einen Seite verspricht. Man sagt eben, okay, wenn man Daten teilt bzw. möglichst viele Daten hat, dann kann man sehr wertvolle Innovationen voranbringen. Und auf der anderen Seite muss man aber gucken, dass man die damit verbundenen Gefahren bzw. Risiken weiterhin kontrolliert. Und damit verbunden sind ganz viele ganz spezifischere Forschungsfragen. Zum Beispiel ist die erste Frage ja schon empirischer Natur, stimmt es denn überhaupt, dass wir mit mehr Daten innovationsfähiger sein könnten? Das ist quasi die erste Frage, die wir uns versuchen, in unserem Forschungsprojekt zu beantworten. Unter welchen Bedingungen ist es also tatsächlich so, dass, wenn man Daten teilt, innovationsfähiger wird? Und wer sich also für dieses Forschungsthema allgemein interessiert, dem könnte ich ein besonderes Buch aktuell empfehlen. Und zwar, das ist das neue Buch von Viktor Mayer-Schönberger, Das Digital. Und zwar, weil in diesem Buch die beiden Autoren quasi der Frage nachgehen, unter welchen Bedingungen große Unternehmen jetzt dazu gebracht werden sollten, Daten zu teilen, um auch andere Unternehmen innovationsfähiger zu machen. Und deswegen habe ich auch dieses Artefakt hier mitgebracht. Das ist der Corpus Juris Civilis. Dieses Buch ist über 250 Jahre alt. Und es zeigt eben, womit die deutschen Juristen bis 1900 gearbeitet haben, um sich den immer wiederkehrenden, aktualisierten Fragen sich mit denen auseinanderzusetzen, dass wir letzten Endes auf sehr, sehr alte Grundsätze erstmal zurückgreifen können und zu gucken, was gibt uns denn eigentlich die intellektuelle Schatztruhe bisher her an möglichen Antworten auf diese neuen Fragen, die da gestellt werden. Und erst wenn wir quasi dann nicht direkt zum Ergebnis kommen, können wir uns überlegen, okay, müssen wir die weiterentwickeln, müssen wir komplett neue Tools erschaffen und so weiter. Aber wichtig ist eben, dass man sich bewusst ist, okay, wir führen hier einen Dialog, der ist jetzt mal philosophisch gesehen über 2600 Jahre alt.